Computer Vision und Deep Learning wird heute schon in der Endoskopie genutzt, um Polypen bei Koloskopien zu erkennen und so Darmkrebs vorzubeugen. Dazu wird meist eine Segmentierungspipeline trainiert, um relevante Bildbereiche zu erkennen. Kontinuierlicher technischer Fortschritt führt dazu, dass sich die Auflösungen von Endoskopen in den vergangenen Jahren von SD zu Full HD zu 4K erhöht haben. Letzteres wird zurzeit eingeführt und 8K befindet sich für den klinischen Einsatz in der Entwicklung. Die durch steigende Auflösung gewonnenen Details können zu präziserer Erkennung beitragen, allerdings müssen die großen Bilder in Teilbilder zerlegt werden, um sie zu verarbeiten. Dies wird Patch Sampling genannt. Bei einer Bildwiederholrate von 30 Frames pro Sekunde lassen sich nicht mehr alle Teilbilder in Echtzeit analysieren. In dieser Arbeit stellen wir deshalb ein Verfahren vor, wie mit Reinforcement Learning relevante Bildbereiche als erstes ausgewählt werden können. Beim Reinforcement Learning wird ein Agent trainiert, in einer Umgebung optimal zu handeln. Dies geschieht durch wiederholtes Beobachten des Zustands der Umgebung und daraus ausgewählte Aktionen, die wiederum den Zustand verändern kann. Dabei kann der Agent eine Belohnung erhalten, die durch das Training maximiert werden soll. Für das Patch-Sampling-Problem wählen wir als Beobachtung das Bild in niedriger Auflösung und die vorher ausgewählten Pixel. Die Auswahl der Teilbilder stellen die möglichen Aktionen dar und die Belohnung ist so gewählt, dass das Maximum erreicht wird, wenn relevante Patches zuerst ausgewählt werden. Nachdem alle Patches gewählt wurden, wird mit einem neuen Bild erneut gestartet. Da Reinforcement Learning für den Lernprozess viele Samples braucht, haben wir vor Verwendung realer Daten synthetische Daten erzeugt, um Algorithmen und Hyperparameter zu evaluieren. Als reale Daten wurden die Bilder des Kwasniewski-Datensatzes verwendet. Zur Evaluation betrachten wir je Auswahlschritt für ein Bild den Dice-Koeffizienten, der bei perfekter Segmentierung aller bisher ausgewählten Patches erreicht wird. So führen wir eine trainierte Policy für 1000 Bilder auf einem Testdatensatz aus und mitteln den Wert des aktuellen Schrittes. Patch Sampling wird häufig strided ausgeführt, was ein sequenzielles Bearbeiten aller Patches von links oben nach rechts unten bedeutet. Alternativ können die Patches auch zufällig ausgewählt werden. Bei den Daten des Kwasniewski-Datensatzes zeigt sich, dass eine strided Policy keinen linearen Verlauf hat, da sich in der Bildmitte durchschnittlich mehr Ground Truth befindet. Das Ziel ist, eine möglichst optimale Policy zu trainieren, hier gezeigt durch zwei theoretische Optimalverläufe. Die lila Kurve zeigt eine Policy, bei der der Dice-Koeffizient schnellstmöglich ansteigt. Dies wurde in dieser Arbeit untersucht. Ein alternatives Ziel stellt die grüne Kurve dar. Hier sollen Patches mit kleinen Anteilen priorisiert werden, wobei die 100% immer noch zum selben Zeitpunkt erreicht werden. Solche alternativen Strategien können durch geschickte Anpassung der Reward-Funktion erreicht werden. Die hier gezeigten Kurven zeigen Verläufe für eine Aufteilung des Bildes in 10x10 Patches. Im Folgenden werden nun Patch-Auflösungen von 5x5 betrachtet. Wir erreichen mit dem hier vorgestellten Patch-Priorisierungsmodell bei Training auf Realdaten eine deutlich verbesserte Leistung gegenüber Random- oder Strided-Policies, die sich vor allem in den ersten Schritten durch einen zügigen Anstieg des Dice-Koeffizienten zeigt. Als letztes wird hier noch eine Demonstration der trainierten Policy auf den Testdaten gezeigt. Das Modell wählt nacheinander die zu verarbeitenden Patches aus. Eine grüne Schattierung bedeutet, dass dieser Patch relevante Informationen, sprich Ground Truth, enthält.